Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snowrunner. Wie in der letzten Folge versprochen, widmen wir uns jetzt Alaska. Wir befinden uns in Nordhafen, wollen da dann auch mit den Aufträgen bald starten. Was ich aber jetzt vorher noch machen will, aus so einem Zuge, so einer Eingewöhnungsfolge an die Alaska-Reihe, noch so ein bisschen questen und hier ein paar Sachen reparieren, wie zum Beispiel das und das. Das muss ich zumindest noch erkunden. Und wir fahren erstmal den Anhängerplatz hier oben an. Der befindet sich auf so einem Berg. Das ist eine Quest. Offroad-Truck empfohlen. Wir probieren es mal mit dem K39 erstmal. Der, ja, mittlerweile sein Tankinhalt etwas gepatcht bekommen hat. Dann ist der K39, glaube ich, der einzige Truck, auf dem ich keine Schneeketten ziehen kann. Ich glaube, er hat nur diese Schlammreifen. So, dann werdet ihr dann auch den Unterschied sehen. Mit den alten anderen Trucks werde ich hier mit Schneeketten durch die Gegend fahren. Wie das Fahrverhalten sich hier so ein bisschen verändert. So gerade auf den Straßen. Wie? Das ist ein deutlicher Unterschied mit und ohne Schneeketten. Man kann dann auch immer überlegen, in einer Situation, ob man den Schlammreifen raufzieht, nur ich finde die Schneeketten, also bei den Versuchen, die ich jetzt, oder Sachen, die ich jetzt hier bisher so gefahren bin, auch im Schlamm eigentlich ganz okay. Ja, und der größte Teil besteht hier nun mal aus Schnee und Eis. Und dann hat man so die eine oder andere schlammige Gegend dazwischen. Ist ganz okay. Aber ich komme am besten mit den Ketten in der Regel klar. Ja, auf Alaska. So, schön spritschonend hier fahren. Wird man nachher auch da hochkommen, wobei wir noch 2-4 Reservekanister dabei haben. Das heißt, wir können auch nachtanken. Und auch hier meine Standardlackierung auf allen Fahrzeugen, wo es geht, schwarz. In Alaska fällt das dann deutlich mehr auf, wenn es schneit oder arschkalt ist, dass die Motorhauben oder so sich dann deutlich weiß verfärben. Das ist äußerst interessant. Von der Optik. Also wie gesagt, hier merkt man es auch schon trotz Hochgang in den Kurven. Also er braucht halt deutlich, bis er reagiert, weil er halt erstmal anfängt zu rutschen. Wenn wir im Automatikgang fahren, dann wird das noch schlimmer. Insbesondere wenn man dann am Bremsen ist, dann bricht dann die Karre ganz schnell mal aus. Da ist der Hochgang hier im Gegensatz zu Michigan eigentlich sogar echt vom Vorteil. Also außer dem Sprit schon rumfahren. Und dadurch, dass du halt die Geschwindigkeit hältst und konstant hältst, kannst du hier deutlich gerade auf der Strecke fahren. Beim Automatikgang hat man ja halt das Problem, dass man je nach Situation dann eventuell automatisch hoch oder runter schaltet. Hier hält er die Geschwindigkeit relativ konstant, bis zu einem gewissen Level natürlich nur. Ja. Irgendwann sagt er auch dann, Motor unterdreht, und dann säuft dann der Motor ab. Gut, hier vorne müssen wir rechts abbiegen. Fahren wir so ein bisschen ins Gebirge hier rein, auf den Berg rauf, wie auch immer man es nennen will. Hier machen sich die Schlammreifen natürlich deutlich zahlbar.
Aber gut, das konnte der K39 ja schon immer. Einfach durch den Schlamm mit den Reifen durch und fertig. Schlamm, sagt er sich so, ist ihm egal. So, ich bin halt gespannt, was wir für die beiden Aufgaben da oben brauchen. Also den Steinschlag und dieses Felsding, damit wir die beiden Straßen dann noch freikriegen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier mit dem rumfahre. Ich glaube, eher aufgrund der Höhe, gerade in dem Abschnitt hier jetzt, deutliche Vorteile hat. Gegenüber unseren anderen Scouts, die sich hier nämlich deutlich schwer getan haben. Das dürfte er nicht tun. Genau, er zieht sich hier besser durch als die anderen Scouts. Also auch der Lotster 1700 hat sich hier schwer getan, aber da fehlt uns auch irgendwann noch die erhöhte Federung. So, wir müssen... Müssen wir da lang? Kommen wir gar nicht hoch, oder? Kommen wir denn da ran? So, wir müssen wahrscheinlich hier rumfahren. Okay, okay, okay. Let's see. Nee. Wollte ich eigentlich hin. Ein runter, hoch und los. Konzertsperre gleich wieder drin. Wenn er gar nicht erst anfängt, hier Faxen zu machen. Womit wir hier natürlich aufpassen müssen, ist, dass er uns nicht gibt. Dann ist nämlich vorbei. Und wir merken jetzt schon, also er ist ja dafür, dass er permanent mit Allrad fährt, ist er ja relativ spritsparend. Da muss man ihn mehr lassen. Aber wir haben jetzt schon den halben Tank leer gesaugt. Fast. Das ist schon hart. Ja, gut, wir haben jetzt mittlerweile die Kanister auch mit bei, wo wir nochmal nachfüllen können, aber das haben andere Fahrzeuge auch. Der Nerf ist krass, also man hätte den Tankinhalt vielleicht so auf 60 verkleinern können. Anhängerplatz, ich dachte schon, ich bin verloren, dann bist zum Glück du aufgetaucht, mein Retter. Vielen Dank und mach's gut. Ja, okay, nimm mal an. Cool, was gibt's denn hier so? Euer Anhänger entdeckt? So, da. Was hat er da drauf? Der Pritschenwagen. In der Scout-Pritschenwagen. Irgendwelche Vorräte oder sowas. Die werden wir wahrscheinlich auch hier kriegen. Cool. Aber wir wollen jetzt erstmal uns die beiden Sachen angucken. Das heißt, wir fahren erstmal hier hin. Und danach erst dahin. Ja. Oh, Entschuldigung, ich habe eure Mülltonne umgefahren. Nein. Die sind auch wieder übelst krasser Musik hören hier. Also, das ist Musik-Mains. Bin ich hier richtig? Natürlich nicht. Da raus und vorwärts. So, also wie gesagt, die Thematik mit dem, dass man den Tank jetzt so runtergeschraubt hat, ist halt schon hart. Bisher auch noch kein Statement von dem Developer dazu gelesen. Nur so Community-Meinung. Aber ich denke, es wird auch einfach daran liegen, dass die Intention der Developer wird auch einfach sein, dass man den Scout am Anfang nicht zu exzessiv nutzt.
Schätze ich jetzt einfach mal. Er ist also gegenüber dem anderen Start, also gegenüber dem Chevrolet ca. 1500 am Anfang, sehr deutlich überlegen. Das muss man wirklich lassen. Ups. So, Steinschlag. Wir haben eine richtige Felssturzsaison. Es ist gerade bla 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 bla. Ja. Frage ist jetzt, was wollt ihr dafür haben? Steinschlag, Stahlträger, die kriegen wir. Oh Gott. Ja, haben wir hier noch irgendwo anders Stahlträger zu stehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, in der Fabrik kriegen wir noch welche. Hier in der Fabrik kriegen wir. Tja, das ist ja einfach. Das heißt, wir können uns irgendwo hier noch einen Anhängerplatz. Der Anhänger. Ist einer? War hier nicht hier Anhängershop? In der Show. Ja, hier noch. Tankstelle, Tankstelle, nee. Ja gut, wir gucken erstmal, was wir hier für den Feldsturz da brauchen. Dann können wir uns quasi von der Fabrik aus ein Zeugs holen. Aber das eher nicht mit dem, weil, wie gesagt, der kann ja keine Anhänger schleppen. Was ja sein deutlich großer Nachteil ist. Gegenüber, ich glaube, allen anderen Scouts. Ich glaube, er ist der Einzige, der keine Scout-Anhänger ziehen kann. Kurve nehmen, Kurve nehmen. Kurve zu spät. Gehen wir mal im Lastgang einfach, damit er nicht mehr so schnell hier fährt. Sehr schön. Sehr schön. Gut, wie gesagt, den zweiten. Die zweite Quest wollen wir jetzt auch auf jeden Fall noch zumindest eröffnen. Und damit ich die dann abarbeiten kann. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann gleich am intelligentesten lösen. Aber auch ein schöner Weg hier oben, also interessant. Gut, dass wir kein LKW genommen haben. Hätte ich nicht so viel Bock drauf mit dem LKW. Dann bin ich schon zu weit. Ne, die kommt noch ein Stück. Da unten ist sie sogar. Ha! Jetzt bevor ich sie sehen konnte. Gut, Aufgabe anzeigen. Die Kreisverwaltung sucht nach Freiwilligen, die sich um die Beseitigung eines Feldsturz kümmern. Die Arbeit wird gut bezahlt, die Sache ist dringend, also ran an die Arbeit. Okay. Gut, dann gucken wir, was brauchen wir hier für Holzplanken. Wobei, Holz kriegen wir auch hier unten. Holz kriegen wir auch da um zweimal. Das heißt, wir könnten. Was brauchen wir für die andere? Steinschlag? Ein Stahlträger. Passt auf, wir machen das ganz einfach. Abstellen. Nee. Wir gehen in die Werkstatt. Schnappen wir uns einen LKW. Ja, komm. Pass drauf. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir holen als erstes das Holz ab. Steinschlag. Nee, das ist die falsche Feldsturz.
Nehmen wir als erstes das Holz ab. Und zwar hier. Und dann durch. Hierhin laden das hier ab, fahren dann weiter zu da und holen uns einen Stahlträger. Das klingt erstmal relativ easy. Also, ab jeder Peter. Möglicherweise war ich zu schnell. Okay. Weiter geht's. Ja, ich weiß, dass hier schon das erste Mal steht, dass der Gas Station ist, aber ist da eigentlich gar nicht. Die kommt erst später. Also fahrtechnisch finde ich die Strecke auf jeden Fall besser. Und damit schließen wir dann quasi die letzten beiden Lücken hier auf der Karte. Beziehungsweise die letzten beiden Wege, wo wir so nicht durchkommen. Da müssen wir schauen, wo wir am dümmsten anfangen, die Aufträge zu machen. So, wäre es hier schon rein. Nee, noch eine weiter. Hey, da hing ein Ast in der Luft. Shit, der ist weg. Irgendwann jetzt hier gleich müssen wir rechts rein. Ich glaube, da nach dem Hügel kommt das. Links geht's zum Service. Will ich aber gar nicht hin. Und weiter geradeaus von kommen wir zum Hafen. Genau, da steht das S-Schild. Hier wollen wir rein. Radan. Initialsperre hier an. Ja, hier ist immer so ein wenig matschig. Wie man hier merkt. Nee, den Baum will ich nicht, den da. Komm. So, da vorne ist doch schon die Holzstation. Können wir aufladen. Dann geht's direkt weiter. Können wir hier rumfahren? Ja, ich glaube schon. Zack. So, vor allen Dingen freut sich auch mal wieder der Pacer. Wir waren Auftrag. Die letzten sind wir ja meistens mit dem Freightliner gefahren. Oder mit dem Ankh. Da kommt der Gute hier auch mal wieder raus. Kommt sein Auslauf quasi. Das ist auf jeden Fall cool, dass hier auf der Karte direkt auch mehrere Möglichkeiten zum Aufladen gibt. Sonst hätte man, glaube ich, wenn man die Karte früher startet, deutlich Probleme. So, Holzplanken, zwei Stück. Ruf mit euch. Und Abfahrt. Mit meinem LKW und meinem Holz. Also ich und mein Holz. Frage ist, tanken wir hier nochmal? Ja. 30 Liter sind schon raus. Können wir mal kurz reintanken. Einmal kurz reintanken. Zack.
und weiter geht's. Aber vom Prinzip her ist das jetzt auch gar nicht so weit. Der Fluss hier vorne sieht im ersten Moment im Übrigen auch immer ein bisschen gefährlich aus, aber eigentlich ist er gar nicht so schlimm, weil es ist wieder matschig. Wir haben einen steinigen Untergrund. Noch sonderlich tief. Wieder. Da kommt er eigentlich relativ gut mit einem möglichen Fahrzeug durch. Das, mich hat er im ersten Moment ein bisschen erschreckt. Da dachte ich, aber geht. So. Rechts kommen wir zum Ölfeld. Ja gut, da werden wir irgendwann später mit ziemlicher Sicherheit noch hin müssen, wenn wir die Aufträge hier machen. Aber für heute ist das nicht unser Job. Aber das Schöne ist, apropos, ich muss noch ein Foto machen, Moment. Bleib mal hier stehen. Sieht doch total super aus. Oder was sagt ihr? Ist doch super. Das Motiv sieht aus wie kurz vor Weihnachten. Von Zerspur noch die ganze Zeit drinnen hier. So. Kommen wir auch schon direkt zum ersten Ablagepunkt. Mal hier links abbiegen. Und die restlichen Meter hier noch durch den Schnee fräsen. Na komm. Jetzt halte durch. Guter Pacer, halte durch. Wir sind gleich da. Zack. Da haben wir den Felsensturz beseitigt. Ohne Freiwillige, die wie dich, hätten wir das niemals geschafft. Hier ist eine wohlverdiente Belohnung. Jupp. Nehmen wir an. Gut, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen rückwärts wieder raus. Wenn ja, beim Schnee. Zack. Ach nee, so. Jetzt zack. Gut, der zweite Auftrag sollte dann eigentlich ja auch kein großes Problem sein. Dann hier einen Startträger abholen. Den hier nach vorne zu bringen, ist jetzt, hört sich für mich jetzt erstmal nicht so schwer an. Da haben wir schon deutlich komplexeres gemacht. Gut. Zeitsperre machen wir hier aber aus. Und dann gehen wir mal ein bisschen Tempo. Dass wir hier vorankommen. Ah, stopp, zu viel Tempo auch nicht, weil hier müssen wir rein. So. Hallo Leute aus der Fabrik, wir sind da und wir hätten gerne ein großes Rohr. Nein. Startträger.
Zack. Und den fahren wir jetzt weiter. Wahrscheinlich haben sich gerade einige mit der Hand vom Kopf geschlagen und gefragt, oh Gott, was ist mit ihm? Kichert bei großes Horror. Ja, verdammt. Ja, das tut er. Genau so ein Scheiß macht er. Und wenn er fragt, warum, ey, weiß kann. Man muss auch ein bisschen mit Humor in die ganze Sache rangehen. Ne? Nicht zu lachen hat, ist das Ganze. Ja, weniger lustig. Weniger spaßig. Zu Spaß muss halt einfach sein. Ich bin mir aktuell gar nicht sicher, ob ich auf der richtigen Straße bin. Ja, bin ich sogar. Oh, bin ich cool. Bin ich cool. Dann schalten wir hier aber mal lieber in den Lastgang. Und dann müssen wir hier quasi nur noch mal ein paar Meter hochfahren. Dann haben wir auch das Ding repariert. Ihr habt schon mal so eine erste Übersicht, falls ihr das Spiel ja nicht selber spielt, von Alaska bekommen. Wir sind quasi mit dieser Folge wirklich in SnowRunner angekommen. Ja, das bisher war eher MudRunner. Das war vor ein, zwei Folgen, glaube ich. Jetzt werden wir uns aber erstmal ein bisschen länger hier in Alaska aufhalten und diese wunderschöne Aussicht genießen. Das haben wir geschafft. So, was sagt die Uhr? 17 Uhr, wir haben schon wieder eine Stunde zu lange gemacht, Leute. Das sollte dementsprechend dann auch, wir machen den Motor schon mal aus, schon gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir bleiben in Alaska und werden dann mal gucken, welchen Auftrag wir ja schon starten können. Ansonsten habt noch einen schönen Tag, haut rein und tschüss.